Heute zeige ich dir den tollen Centerpark Park Nordseeküste in Tossens. Puh, ich nehme mir jedes Mal vor, beim nächsten Mal weniger zu packen, aber irgendwie wird es doch wieder so viel. Habt ihr das auch, dass ihr so viel einpackt, dass ihr auswandern könnt? Also bei mir ist das so. Mein armer Mann, der muss gerade das meiste schleppen. Hey, ihr habt es euch ja schon gemütlich gemacht. Wer schläft denn wo? Ich schlafe hier und Amy schläft auch hier. Ihr wollt beide hier schlafen und Mama und Papa oben? Oh, hier werde ich es mir abends gemütlich machen. Erst in die Sauna und dann auf diese Liegefläche hier. So ein Bad hätte ich zu Hause auch gerne. Ich glaube, du auch, oder? Im Market Dome kannst du unter Palmen frühstücken. Egal wie das Wetter draußen ist, hier erlebst du eine karibische Stimmung. Dafür sorgen bunte Balkone und ein farbenfrohes Ambiente. Das Frühstücksbuffet ist reichhaltig und lecker. Ich würde lediglich die Bananen aus Plastik in essbare verwandeln. Dann wäre für mich alles perfekt. Ihr könnt euch als Eltern entspannen und noch einen zweiten Kaffee holen, während eure Kinder fröhlich klettern, malen und toben. Im Aquamundo genießt ihr auf 4000 Quadratmeter Fläche und mehreren Ebenen Tropenstimmung, coole Rutschen, Babybecken und einmal die Stunde Wellen wie im Meer. Wir brauchen ca. 15 Gehminuten zum beliebten Friesenstrand. Hier beobachten wir zahlreiche Gäste, die eine Wattwanderung machen. Kinder finden den öffentlichen Spielplatz klasse. Wie praktisch, dass wir passend zum Drachenfest hier sind. Wir bewundern über 300 Prachtstücke von Drachenfliegern aus Deutschland und den Niederlanden. Der Himmel von Butjadingen ist kunterbunt. Centerparks Gäste bekommen kostenlosen Eintritt. Kinder dürfen eine Ente fischen und bekommen kostenlos einen goldfarbigen Luftballon von Centerparks. Eine coole Aktion zum Jubiläum. Im Market-Restaurant genießen wir täglich wechselnde Themenbuffets. Kinder haben eine kleine Extra-Ecke und dürfen sich selber bedienen. Ich danke dir fürs Anschauen. Wenn du weitere Reisevideos von mir sehen möchtest, dann abonniere doch meinen YouTube-Kanal Elisheba TV. Alles Gute für dich und bye bye. Tschüss, bye bye.